Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, hallihallo und herzlich willkommen zu Pokémon Legenden Arceus. Ja, letztes Mal haben wir Mubeshi und Denboku auf die Nase gegeben. Und hier hast du gegammelt natürlich. Die habe ich beim letzten Mal gesucht. Mann. The Sight. Wer hat die Opfergaben für diesen Tempel? Ich habe nur sicherheitshalber nochmal eben kurz abgespeichert. Jetzt ist es halt für die rote Kette. Eine Stimme in ihrem Kopf. Es spricht über dich. Was kriege ich? 10 Hyperbälle. Okay, die werde ich brauchen. Boah, wie ernst der guckt, der Charakter. Okay, hier passiert was Schönes. Welches Pokémon ist es? Palkia, die Alge oder Arceus? Palkia! Scheiße! Ach du Kacke. Die rote Kette hat nicht funktioniert. Komm, Ferno, du bist hier die komplett falsche Wahl. Blitzer, das ist dein Kampf. Es ist doch nicht dein Kampf. Habe ich sonst irgendwen, der sehr effektiv Attacken hat? Zewaro, du musst an. Au! Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Die Attacke trifft ja garantiert. Aurasphäre erstmal. Das macht gut Schaden. Ich habe Angst vor Laubklinge, dass es ihn aus Versehen umbringt. Ich setze es trotzdem ein. Laubklinge! Okay, Palkia ist in einem guten Bereich. Zewaro, jetzt auch. Ich belebe jetzt erstmal Blitzer wieder. Danach belebe ich Zewaro wieder, weil es wird jetzt sterben. Aquana sollte jetzt nicht so große Probleme bekommen. Hoffentlich. Okay, es überlebt noch ein, zwei Schläge. Aber ich habe jetzt eigentlich mit Arceus gerechnet. Ich habe nur aus Spaß gefragt, welches Pokémon kommt jetzt. Hyperball, los! Bitte bleibt drin. Ja, Palkia gefangen. Ich habe ein legendäres Pokémon. Das ersetzt jetzt Aquana, um ehrlich zu sein. Wo Aquana richtig stark im Team ist. Aber auch nur, weil ich sämtliches Leistungszeug reingeballert habe. Ja, damit gehört es jetzt bei mir.
Ich hab deinen Gott gefangen. Jetzt hast du keinen Gott mehr, jetzt musst du mich anbeten. Ich bin dein Mentor. Okay, das Gegenstimmen kommt. Ich muss nochmal die Ketten holen, oder was? Und da kommt die Alga. Schnell die Kette zusammenkratzen. Ja, das ist ein Problem. Wir können doch nicht einfach weglaufen. Könnte man nicht mit Palkia in den Kampf ziehen? Das war auch ein Ding, ne? Ja, aber dein ehrwürdiges Sinno ist jetzt mein Hausdiener. Es tut mir leid, eure beiden Religionen waren wahr. Das war unnötig. Ja, das ist unser Hauptproblem gerade. So, wie machen wir das jetzt? Ja, die rote Kette ist hinüber. Und zwar, dass es nur so gewinnen kann, ne? Toll, dass du sie eingesammelt hast. Als ob ich jetzt mit Palkia gegen die Alga kämpfen muss. Ah, wir müssen diese Botschaft aus den Tafeln entziffern, ne? Nimm mal alle Tafeln, ne?
Bolo hat seinen Job schon mal gut gemacht. Jetzt müssen wir das Urerz finden. Topin! Sie versucht sich zu bessern, oder eher. Ich bin mir immer noch nicht sicher bei deinem Geschlecht. Mann, Tsubaki. Du nennst mich niemand, nachdem ich hier alles regel. Drei Süßtrüffel, oh, lecker. Hallo Topin. Du bist eine Zimtzicke. Das ist ein Streit, den unterstütze ich. Weil ich ein paar Erle ausgewählt habe und nicht die haben. Wisst ihr, Leute? Irgendwie zieht sich dieses Projekt bisher. Immer wenn man denkt, man ist fast fertig, also ist fast am Ende, kommt noch was. Also nicht, dass ich was dagegen habe, ist... Ich fühle mich nur ein bisschen veralbert. Ich freue mich aber natürlich auch, dass ich die Chance kriege, Palkia auch noch zu fangen. So, hier ist die Höhle, nehme ich mal an. Da ist das Erz. Jawollo. Sieht merkwürdig aus. Der Krateberg ist halt was Besonderes. Gerne, da muss ich weniger machen. Och, ihr Zicken, ey. Mein Gott, ey. Ihr geht mir so auf den Senkel. Die sind so dämlich, dass es weh tut. Mein Gott, ey. Ich trete jetzt so heftig in den Hintern, dass es morgen noch weh tut. Wen habe ich gerade am vordersten Front? Scheiße, genau den falschen.
Wieso habe ich immer den falschen vorne? Los, Aquana! Ey, nass Schweif! Sollte so schon ausreichen. Nein, es lebt noch. Und es wird doppelt angreifen. Zum Glück macht es kaum Schaden. Aua. Sagte ich. So, was schickst du mir jetzt entgegen? Gengar. Soll ich mal eine schöne Geschichte erzählen? Ich hab Spukball. Und Spukball tut Gengars weh. Mwahaha. Brauchst mich nie nachäffen. Hypnose ist das Falsche, was du wählen konntest. Ich werde es einfach angreifen sollen. Ich denke übrigens noch daran, dass ich Pike ja mein Team hole. Ich bin ja auch awesome. Sie wollen wahrscheinlich nicht helfen, ne? Nee. Sind auch Ninjas. Ach, das ist nett von dir, Diam. Ja, mir rauben sie auch den letzten Nerv noch. Danke. Danke für das Urerz. Ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt einen Meisterball. Der Professor weiß schon, was er tut. Ist hier eigentlich noch irgendwas Besonderes in der Höhle? Hier sind sehr viele Eisenbrocken. So, einen Moment. Bevor ich mit dir rede. Pokémon. Hallo Palkia, willkommen im Team. Ich muss deine Attacken noch zuweisen. Gehen wir mal so. Ja, das sind sehr schöne Attacken, die du hast. Vor allem die Hydropumpe. Das Ding ist, wenn ich damit die Krafttechnik mache, ist die Hydropumpe ungefähr genauso stark. Ja. Raumschlag ersetze ich nicht. Ist so ganz gut. So, dann würde ich mal sagen, sind wir bereit. Den letzten Punkt hier der Geschichte abzuschließen. Jo.
Warum nach Jubeldorf? Warum muss ich wieder hin und her reisen? Wahrscheinlich muss man das jetzt auf den Pokéball, also auf das Erz übertragen. Natürlich. Jetzt machen wir einen Pokéball raus. Ich bin dein Mentor, nicht umgekehrt. Tja, die haben deinen Gott fange ich auch noch. Wie ein Kind. Da hat er recht. Draußen bricht ja gerade alles zusammen. Den Urball. Der sieht cool aus. Kann ich davon viele weitere basteln? Ich weiß halt nicht, ob ich den nur einmal verwenden kann. Ja, Palkia ist ja jetzt bei mir. So, jetzt muss ich schon wieder zum Tempel hoch. Leute, wir machen jetzt Schluss für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.